So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück. Wir jagen durch die eisige Einöde von diesem lustigen Gebiet hier und ich jage jetzt aktuell im Giard rum, denn wir machen diese Quests, um halt diese komischen grünen Beutel zu bekommen für diese Sternengedönsel. So, ich habe schon wieder Panda dabei, das heißt, wir müssen jetzt erstmal nach dem Giard rum suchen. Würde auch wahrscheinlich wie immer auf Feld 7, 5 sein. Mir geht die Energie aus. Habe ich doch jetzt? Ich glaube, der Giard rum ist auf G1. Kann das sein? Hunting Giard rum, Objektiv. Ja, das müsste es sein. Hä? Keine Geräusche? Und schön drauf. Toll daneben. Sehr gut. Wenn das so weitergeht, ist er gleich auch schon tot. Und dadurch, dass er so unkontrolliert durch die Gegend fliegt, ist es halt wirklich schwer zu sagen, wo der hin will. Und einzuplanen. Oh, Kopf ist gebrochen. So. Ja, brüll du nur. Und in dein Gesicht. Alter, ein 3000er Hit, sehr nice. Ich verfehl ihn. So, jetzt aber. Ach, er haut ab. Feigling. Okay. Und damit haben wir wieder einen wöchentlichen Abschluss gebracht. Einfach 30 Activity Points für 10 mal Monster umwerfen. Oh, das geht bei dem ja super einfach. Das machen wir ja gerade quasi schon die ganze Zeit. 10 mal bei einem und dasselbe Monster. Ah, toll rausgerannt. Schon wieder hängen geblieben. Tada! Und schon mal loslooten. Tadam. Gut, sammeln müssen wir jetzt, glaube ich, nichts mehr. Wir nehmen einfach ein bisschen Honig mit. Und in Kürze haben wir wieder mehr Platz in der Gilde. Ich dachte, das kostet noch 25.000 irgendwie, keine Ahnung, 60 Leute dazu zu oder 40 Leute dazu zu holen. War dann wohl doch etwas teurer als gedacht. Aber morgen sollten wir das haben und dann passen 100 Leute in die Gilde. Ich habe allerdings auch schon gesehen, viele Spieler haben schon wieder bei Level 13 irgendwie aufgehört, sind seit 12 Tagen offline. Keine Ahnung, ob die Leute keine Lust dazu haben. Sie haben es wohl probiert. Ich weiß nicht, wie wir das mal auch machen sollen, ob wir generell nach irgendwie einer Inaktivität von 30 Tagen die Leute aus der Gilde schmeißen sollen, um Platz zu sparen für andere Leute.
denn sie ist im Moment halt ziemlich voll. So. Ah, verdammt. Das wäre nice gewesen, da waren zwei blaue Säcke drin, die, aber gut, wir fahren jetzt eh nichts vom Giardrom. Die Items kann man halt immer gut gebrauchen. Wann sind wir eigentlich? 150? Dauert auch nicht mehr lang, oder? Ah, halbes Level noch, okay. Dann müssten wir jetzt, oder war das... Ich glaube, ich habe mich mega verlesen. Wenn ich um das im Nachhinein... Trial, Challenge, Elite. Oh. Ich bin voller Held. Ich muss den wirklich im Trial-Modus wegballern, was super schnell geht. Zack. Kann es eigentlich sein, dass ich, wenn ich bei dem Typ die Sache kaufe oder sowas, dass das dann in die Gildenbank geht? Ich glaube zwar nicht, aber... Guild Random Shop. Mal gucken, was hat er denn? Oh, Trap Tools. Nice. Gegengift. Noch mehr Gegengift. So. Also das ist, glaube ich, jetzt ein Gildendings nicht besser geworden, oder? Nee. Ich frage mich, ob man irgendwo halt eine Spende einreichen kann. Guild Treasury, Guild Storage. Gildenkapital. Das würde ich gerne einfach erweitern, aber wie? Naja, okay, müssen wir halt weiter Gilden-Dailies machen. Und die Trial-Modus vom Dings. Mal kurz gucken, sind das hier die Trial? Challenge. Das ist Elite, das hier müsste Trial sein. Oh mein Gott, das haben wir ja noch nie gemacht. Abmarsch. Ich glaube, da brauchen wir nicht mal Items mitnehmen auf dem billigen Level. Da kommen wir jetzt auch so hin. Gut, aktuell versuche ich jetzt erstmal ein paar Sachen zu verkaufen, dass ich in Kürze dann vielleicht auch mal mit dem 3DS und dem und der Capture Card richtig anfangen kann. Hm, wie kommen wir denn am schnellsten zur 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5 klingt viel, viel kürzer. Und runter da. Das sollte jetzt echt ein leichtes Spiel sein auf dem Trial-Modus. Vor allem, warum kriegen wir dafür 5 Kisten und für den Challenge-Modus halt nur eine Kiste? Ein Sack. Ist ein bisschen merkwürdig, aber egal. Die Waffe ja, die hatte damals so schön weiße Schärfe gehabt. Menno. Es stört mich halt immer noch. Okay, komm. Ich hab den Hitzetrank. Okay. Der steht da fröhlich rum da hinten. Ich glaube, das geht nicht lang gut aus für den. Der ist ja mega klein. Alter. Ist voll das Giardrom-Massaker. Kopf ist auch schon gebrochen. Tada, das war's auch schon. So müssen sich ungefähr die ganzen Kanonierer fühlen, wie die im G1-Rang einfach den Rathalos so niederholzen und so weiter. Für die ist das auch nur noch einfach ein scherzhafter Rein und bam, alles wegmatzen. Kaputt, lass mich dich looten.
Geardrum Scale. Ist das wirklich so? Ja, scheint so, dass die Kleinen auch Geardrum Scale geben. Nett. Ich glaube, das hat man irgendwann zusammengelegt, damit man nicht Geardrum, Geardings, da Bumster und so weiter halt so viele verschiedene Items bekommt, die man gar nicht braucht in dem Monster Hunter Online-Spiel. Guckt euch den Pepe von innen an. Zack, 100%, uiuiui. Und nur graue Items. Okay. Das müsste hier jetzt gewesen sein, oder? Claim. Yeah, 5 grüne Taschen. Monobulus. Und das bekommen wir, wenn wir das hier oben alles haben. Okay, dann ein HR, Monobulus. Vier Sterne, glaube ich, noch. Tada! Hunting Field Gathering nehmen wir auch eben nochmal mit. Chakalaka Crusade haben wir auch noch nicht, damit es da unten voller wird. So, dahin und los geht's. Ach, verdammt, vielleicht hätte ich... Ich weiß nicht, ob es noch geklappt hat, dass wir Radar mitnehmen. Denn somit haben wir vielleicht das Glück und brauchen gar nicht großartig nach dem Monster zu suchen. Vielleicht haben wir auch so Glück und es ist auf dem unteren Feld in der Wüste. Lädt ein bisschen langsam, finde ich. Okay, hat aufgehört zu laden. Ne, wir haben noch Panda dabei. Hat leider nicht mehr gereicht, noch auszuwechseln auf Radar. Oder Radar. Dann wird es wahrscheinlich auf der 2 sein, wenn es hier nicht ist. Das wollte ich vermeiden, dass wir halt rumsuchen müssen, weil normalerweise der dürfte jetzt einfach ganz schnell umkippen. Ist ja nur ein kleiner... ja, Challenge Monobulus. Monoblos. Hallo. Dürfte ich Sie bitte ein wenig pieksen? Oh, ich glaube, der ist sauer. Der will nicht gepiekst werden. Und schon hat er den Rage-Modus angeworfen. Oh, war klar. Kommst du wohl da wieder raus? Oh, danke fürs Hauen. Komm, der macht eh nicht lange. Hackt wie einen Schwanz ab. Ah, ich glaube, das war's. Alter, wie der zerfetzt wird. Verdammt. Oh, er ist abgehauen. Ich hätte ihn doch vielleicht einen Farbball in den Kopf werfen sollen. Aber ich habe schon eine Vermutung, wo der hin ist.
Wenn er jetzt schon unter 4 Minuten abhaut, geht er bestimmt schlafen. Hallöle, dürfte ich sie ein wenig pieksen? Nochmal. Tada! Gut, dann haben wir wieder ein paar grüne Beutelchen gesammelt. Und ich hatte das letzte Mal so viel von diesen grünen Beuteln in der Kiste aufgehoben, die sind haben sie leider alle weggenommen. Schweinerei. Hier noch was sammeln, damit wir die Quest auch direkt wieder abgeschlossen haben.